Herzlich willkommen im Handelsleuten. Es folgt ein Beitrag zum Investmentgeschehen. Für getroffene Äußerungen jeder Art kann keine rechtliche Verantwortung übernommen werden. Insbesondere sind mögliche Annahmen und Voraussichten nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlungen zu verstehen. Heute Steinhoff. Steinhoff ist ein erfahrener, langjähriger und großer Möbelhersteller, dessen Anleger aufgrund eines Bilanzbetruges einen schweren Gang der Börse erlebten und der nun kurz vor der Pleite steht. Deshalb kann jetzt der richtige Zeitpunkt sein, genau dieses Unternehmen zu kaufen. Steinhoff ist ein großes Unternehmen, international agierend und hat noch immer erfolgreiche Tochterunternehmen. Aufgrund eines Bilanzskandals ging es an der Börse bergab, wodurch der Name für die Zukunft vielleicht zusätzlich beworben wurde. Zusammenfassend besitzt Steinhoff langjährige Erfahrung in einem leicht verständlichen Markt. Säulen des Investorendenkens. Bei möglicher Zahlungsknappheit werden Staaten oder Banken einspringen und sogenannte Rettungspläne schmieden. Das ist wahrscheinlicher, als Steinhoff in die Pleite gehen zu lassen und damit viele Menschen auf die Straße zu setzen. Steinhoff hat sehr viele Angestellte und dafür will sicherlich kein Staat aufkommen. Vielleicht kauft auch IKEA seinen einstigen Konkurrenten Steinhoff auf. Dann wäre man über Umwege an IKEA beteiligt. Die Anteile von Steinhoff besitzen noch immer einen Buchwert von 4,03 Euro. Und einen Aktienkurs von 12 Cent, das 4% des eigentlichen Wertes. 4 von 6 Gläubigern stimmten einer Einigung zu. Wenn noch einer der beiden ebenfalls zustimmt, kann Steinhoff seinen Schuldenberg erheblich reduzieren. Erfahrungsgemäß wird sich ein Aktienkurs, der sich unter dem Buchwert befindet, langfristig wieder in Richtung seines Buchwertes bewegen. Unternehmensanteile sollten zu so viel gekauft werden, wie sie in der Buchführung auch wert sind. Aus dem vergangenen Crash der Steinhoff-Aktie ergeben sich erstaunliche Renditeerwartungen. Und zum Abschluss noch ein kurzer Vers. Steinhoff war es nie genug und verwickelte sich in einen Bilanzbetrug. Der Börsenkurs sank ganz gewaltig ab. Den Betroffenen wurde die Luft schnell knapp. Die Zukunftsaussichten sind hoffentlich besser. Das neue Management handelt vermutlich clever. Jetzt kann der richtige Einstieg sein. In ein paar Jahren ist dieses Investment womöglich nicht mehr klein. Achtung, dies war ein Beitrag zum Investmentgeschehen. Für getroffene Äußerungen jeder Art kann keine rechtliche Verantwortung übernommen werden. Insbesondere sind mögliche Annahmen und Voraussichten nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlungen zu verstehen.